Hallo meine lieben Zuseher, willkommen zu einem neuen Daily Update auf dem Kanal. Es ist der 27.04.2018, 19.37 Uhr. Wir schauen uns heute nochmal zum Abschluss der Woche den Bitcoin-Chart etwas genauer an, die Kryptowelt im Allgemeinen etwas genauer an. Es war eine extrem bullische Woche, sowohl technisch als auch fundamental. Wir haben wirklich fundamental einige positive Nachrichten reinbekommen, auch unter anderem von der EZB. Wir haben jetzt immer mehr Nachrichten bekommen, dass die herkömmliche Finanzwelt sich ein wenig mit der Kryptowelt schon fusionieren zu scheint, unter anderem mit Goldman Sachs, die jetzt auch Krypto-Trader einstellen, die Nachricht vom Nasdaq und so weiter. Also da scheinen sich momentan die Fronten ein wenig zu glätten, auch wenn das wahrscheinlich ja total viel Oldschool Krypto-Investoren jetzt nicht so ganz sehen mit diesem Freiheitsgedanken an sich. Aber natürlich muss da irgendwie auch die Kooperation erfolgen, um uns auch letztendlich vom Market Cap und auch von der Mainstream-Adaption weiterzubringen. Und ja, wie gesagt, alles in allem wirklich eine extrem positive Woche. Wir schauen uns das heute nochmal vom Chart das Ganze genau an und eben auch ja generell die Marktsituation. Wir haben jetzt beim Bitcoin die Situation, dass wir wirklich den Bounce mal geschafft haben von der 0,382 Fib-Ratio. Wir schauen uns jetzt mit einem Wave-Count an, ob es denn jetzt schon die komplette Korrektur gewesen ist. Auf alle Fälle sind die Bullen mega stark. Ich gebe euch auch ein paar Tipps wieder von mir bezüglich Chartlisten, Trading, die wirklich extrem hilfreich sind. Da solltet ihr gut aufpassen, weil das sind wirklich so kleine Tipps. Wenn ihr die beachtet, dann seid ihr einfach viel erfolgreicher. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt los. Wir haben jetzt hier wirklich generell wieder sehr, sehr grüne Zahlen. Wir haben IOTA jetzt wieder über 2 Dollar. Wir haben EOS, der den Markt momentan auch komplett outperformt. Und was mich am meisten freut, ist momentan Gifto. Ihr wisst, also die meine Zuschauer wissen, die mich schon länger kennen, dass ein Großteil meines Portfolios in Gifto investiert ist, wirklich fast alles mittlerweile. Und Gifto heute 43% im Plus. Ich glaube, seit dem letzten Dip jetzt knapp 300% im Plus, wenn ich mich nicht täusche, 200% sowas. Ist ein dezentralisiertes ja, Streaming-Geschenk-Online-Gift. Protokoll, wenn ihr wirklich von mir mehr hören wollt, was auch Fundamentalanalysen betrifft bei Coins, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich beziehe mich darauf, ja, auf ein paar Indikatoren, auf die ich sehr gerne schaue. Ihr wisst, ich bin kein Informatiker, ich bin ein Wirtschaftsstudent und ich habe da irgendwie meine eigenen Ansichten. Also wenn es komplett technisch wird, dann gebe ich das auch ab, frage andere Leute. Aber ich habe wirklich so ein, zwei Punkte, auf die ich immer sehr schaue. Und da bin ich auch, was Fundamentalanalysen betrifft, eigentlich schon recht erfolgreich, da ich noch nie wirklich irgendwo in was Sinnloses rein investiert habe. Wir schauen uns jetzt den Bitcoin-Chart an und wir probieren jetzt irgendwie das ganze Puzzle ein wenig zu lösen. Jetzt von diesem Wave-Count, wo wir uns jetzt fragen müssen, was ist denn der korrekte Wave-Count? Es ist momentan extrem schwierig zu zählen. Wir haben auf alle Fälle 5 Wellen nach oben gesehen vom Daily Chart und wir warten jetzt eigentlich auf eine ABC-Korrektur und wir müssen uns jetzt fragen, ist dieser Push, den wir seit gestern sehen, ist das das B der ABC-Korrektur und was können wir jetzt erwarten? Wir ziehen auf alle Fälle mal 5 Wellen nach unten. Wir sind jetzt hier am 30 Minuten Timeframe, um das Ganze ein wenig im kleineren Timeframe anzusehen. Wir zählen 5 Wellen von A nach unten und zählen jetzt hier mal 3 Wellen nach oben. Sind diese 3 Wellen jetzt das B? Ihr müsst da auch ein wenig ja, den Charakter einer ABC-Korrektur verstehen. Bei einer ABC-Korrektur spricht man meistens von einer 5-3-5-Struktur. Das heißt, wir haben 5 Wellen, die beim A nach unten gehen. Wir haben 3 Wellen, die gegen den Trend gehen, von der B-Welle. Und dann haben wir noch eine C-Welle, die nach unten pusht. Die Frage ist jetzt, wir haben momentan ein ziemlich bullisches Momentum bei Bitcoin. Wir haben momentan ziemlich viel FOMO und für mich ist das immer so, für mich ist das Wave-Prinzip, also von das Elliott-Wave-Prinzip, ist für mich eine Art Analyse, die ich sehr gerne verwende und die ich dazu verwende, um im ungefähr zu ahnen, wo wir gerade sind im Cycle. Wenn wir zum Beispiel gestern die 5 Wellen nach unten gezählt haben, dann konnte ich ungefähr ahnen, okay, es könnte die nächsten Stunden jetzt vielleicht bullischer werden und das ist für mich so ein Indikator. Beschränke ich meine Analysen nur auf das Wave-Prinzip? Auf keinen Fall. Auf überhaupt keinen Fall, weil das Wave-Prinzip hat natürlich auch seine Schwächen und die Schwächen liegen meistens am Analysten selber, weil es momentan, oder nicht nur momentan, es ist generell oft extrem schwierig, den richtigen Count zu finden und wenn ihr dann wirklich sagt, okay, ich trade jetzt nur, weil ich ABC zähle und weil es nach unten gehen muss, dann ist das schon sehr gefährlich und da kommen wir jetzt auch zu den Tipps des heutigen Tages. Wir können uns jetzt nochmal hier die Fib-Levels ziehen. Wenn das jetzt die ganze B-Welle war, dann müssen wir uns jetzt schon wieder fragen, kann das sein, dass wir schon wieder nur 0,236 retracen? Ihr wisst, wir hatten vor kurzem noch den 8K-Bitcoin, wo wir dann auch eine B-Welle nach oben gesehen haben, wo wir eine C-Welle nach unten gesehen haben und jeder, wirklich jeder Analyst, nicht nur ich, sondern auch wirklich weltweit bekannte Analysten, alle haben gesagt, okay, C-Welle mindestens bis 7,6K, mindestens 7,2K, maximal 7,2K in dem Bereich. Was ist passiert? Ging ganz kurz nach unten und danach kompletter Jump nach oben. Also das Szenario ist nie ausgeschlossen. Und da kommen wir jetzt zu den kurzfristigen Tipps von mir. Wir
wenn jetzt mal die Wellen nochmal rauslöschen, um eben euch ja das Ganze ein wenig zu zeigen, wie ihr denn einfach ja besser werdet und auch die Trends besser kennt. Was ich euch empfehle und was einfach am besten ist, um jeden Trend zu kennen, sind einfach die ganz simpelsten Sachen. Trendlines ziehen, Trends zu kennen, kurzfristige Trends, Candlesticks zu lesen, damit ihr ungefähr wisst, okay, wo ist der Support, wo würde es Sinn machen, in eine Trade zu gehen. Und ja, der dritte wichtigste Skill eines Traders vielleicht, auch zu wissen, wann ihr nicht in einen Trade gehen sollt. Weil hier zum Beispiel gestern diesen Long haben viele in unserer Gruppe, glaube ich, mitgenommen, unter anderem ich, war jetzt ziemlich gut zu sehen. Wir haben hier einfach eine Reihe von Higher Lows, sorry, ist immer ein wenig schwierig, wenn man im Video ist, dann verredet man sich oft. Und wir sehen hier, okay, wir haben hier unten starken Support, hier unten starken Support. Und wir schaffen es wirklich von Minute zu Minute, nicht ist übertrieben, aber halt von Cycle zu Cycle, wenn man diese Bewegung hier Cycle sieht, wir schaffen es jedes Mal, die Lows ein wenig higher zu pushen. Und im Gegenzug haben wir aber auch, ja, fast gleichbleibende Highs, auch wenn die vielleicht hier ein wenig abnehmen. Man könnte das alles so als Symmetrical Triangle sehen. Man könnte das Ganze aber auch, wenn man das Ganze ein wenig bullischer sieht, vielleicht sogar als Ascending Triangle sehen. Aber im Prinzip ist es ein Symmetrical Triangle und da muss man sich dann halt hier sein Setup einstellen. Und da sieht man einfach ganz klar, okay, der Trend geht nach oben. Wir haben laufend higher lows, sorry. Und bei mir war dann einfach hier der Zeitpunkt, wo wir dann gesehen haben, okay, die Bären schaffen es nicht mal mehr, den Bitcoin hier nach unten zu pushen. Und wie fahren wir jetzt zum dritten Mal ein Higher Low und da ist einfach für mich, okay, der Zeitpunkt, okay, es macht Sinn, hier einen Trade zu öffnen, es macht Sinn, hier long zu gehen. Und was ihr da macht, ist folgendes: Ihr schaut euch an, was ihr für ein Potenzial haben könntet. Ihr habt auf alle Fälle einen Stop-Loss zu setzen. Wenn ihr einen Stop-Loss nicht setzt, ist das extrem gefährlich und dann könnt ihr auch ins Casino gehen spielen. Und dann kommt es auf euch drauf an, was ihr für eine Mentalität habt, wie risikoreich ihr sein sollt. Mein Setup sah wie folgt aus: Ich setze meinen Stop-Loss unter die Triangle-Linie, weil, wenn der Bitcoin aus dem Triangle ausbricht, dann will ich, dass mein Order geclosed wird. Und wo setze ich meinen Verkauf hin? Also, der war nicht automatisch, weil ich den manuell verkauft habe, aber wo habe ich denn ein ungefähres Target? Das ist auf alle Fälle hier in diesem Bereich, weil ihr seht, wir haben hier nochmal Resistance und ihr könnt auf alle Fälle diesen Bereich hier oben rein targeten. Das wäre jetzt eine Risk-to-Reward-Ratio von 3,27. Das ist wirklich eine extrem gute Ratio. Ich rate jedem Anfänger mindestens 1,5 bis 2 Risk-to-Reward-Ratio zu setzen. Und da ist eben die Frage: Macht es Sinn, in den Trade zu gehen? Auf alle Fälle, wirklich, auf alle Fälle. Und da müsst ihr einfach diesen Approach verlieren, auch wenn sich jetzt viele wieder aufregen, dass ich Englisch spreche, aber ich weiß nicht, wie ich das Deutsch sagen soll. Es gibt ja diesen Shotgun-Approach, wo viele Leute wirklich einfach blind übers Feld laufen und einfach probieren, jede Welle mitzunehmen, einfach voll drauf los und meistens nur Verluste einfahren. Ihr müsst einfach die Mentalität bekommen, dass ihr eine Art Sniper seid, der die ganze Zeit auf dem Dach sitzt und nur auf diese eine Möglichkeit wartet. Wenn ihr diese eigene Möglichkeit erwischt, wenn ihr da mit dem Zehnerhebel reingeht, sind das 30%. 30%. Nur mal zum Vergleich bei mir: Ich ziele momentan darauf ab, dass ich jeden Tag 5% schaffe und die Wochenenden exkludiere ich. Das sind 25% pro Woche. Und wenn ihr das wirklich konstant macht mit einem Reinvestitionseffekt, sprich, dass ihr die Gewinner immer wieder mit reinnehmt, dann sind das unfassbar astronomische Summen, die ihr verdienen würdet, wenn ihr wirklich nur auf 5% zielt. In der Kryptowelt haben wir das Problem, dass wirklich immer viele Leute glauben, sie müssen irgendwie jeden Tag 100% rausholen, aber vergesst diesen Gedanken. Schaut drauf, dass ihr jeden Tag als Anfänger vielleicht 1 bis 2% jeden Tag und damit seid ihr mal zufrieden. Das sind 10% pro Woche, wenn ihr 5 Tage die Woche das Ganze anwendet. Das sind dann schon 40% pro Monat. Nächstes Monat sind es vielleicht 80%, dann 160% und so steigert ihr euch. Und so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr besser werdet. Und der nächste Punkt hier ist ganz wichtig: Ihr müsst eure Trades tracken. Ihr müsst genau reinschreiben, was ihr macht. Ihr müsst das sowieso machen, wenn ihr dann Steuern abführen wollt oder wenn ihr das irgendwie mit eurem Steuerberater regeln wollt, dann müsst ihr irgendwie belegen können, was ihr gemacht habt auf eurem Account. Ihr müsst einfach 1 zu 1 aufschreiben: Heute habe ich den ROI gemacht, heute habe ich so und so viel Bitcoin verdient, heute habe ich das und das gemacht, damit ihr einfach auf dem Track bleibt. Und seht ihr genau, okay, gestern habe ich 10% gemacht, heute habe ich 15% gemacht, jetzt bin ich schon 25% im Plus, mein Wochenziel ist abgeschlossen, Kopf ist frei und ihr könnt mit dem freien Kopf drauf lostrainen und ihr wisst genau, okay, ich habe so und so viel Plus. Wenn ihr dann vielleicht noch einen Trade gewinnt, dann wisst ihr genau, ich habe 35% im Plus, ich kann theoretisch jetzt noch Trades verlieren und bleibe immer noch im Wochensoll. Das ist ultra
extrem wichtig. Alles andere ist Casino, alles andere ist Sportwetten und da brauchen wir nicht trainen, weil das macht dann keinen Sinn, wenn ihr einfach überall probiert. Genauso wie ich oft höre, ja, ich gehe jetzt hier short, weil er muss ja mal runterkommen. Das ist dann einfach Aussagen, die müsst ihr aus eurem Wortschatz streichen, weil wenn ihr so mit dem Mindset dran geht, dann werdet ihr möglicherweise extrem viel Geld verlieren. Ich habe hier auch ein Spreadsheet, das ich mir gemacht habe. Da kann ich zum Beispiel 1 zu 1 alles eintragen. Da weiß ich genau, wann ich Break-Even gehe, also mit den Gebühren. Ich kann eintragen, wie viel Coins ich kaufe, was der Einkaufspreis ist. Ich kann meinen Zielverkaufspreis eintragen und es spuckt mir alles aus. Es spricht mir aus, wie viel ich maximal gewinne, wenn ich zu dem Preis verkaufe, wie viel ich maximal verliere, wenn mein Stop-Loss getriggert wird, meinen Zielgewinn, mein Risiko und so weiter und so fort. Extrem ultra wichtig. Genauso wieder hier. Wir hatten ja auch wieder hier ein kleines Triangle, was auch viele Leute bei mir in der Gruppe gespielt haben. Ich schaue jetzt gerade nochmal auf die Uhrzeit, wann das war. Das war das gestern am Abend und es war heute wieder noch ein kleines Triangle. Es war hier, da haben wir auch wieder eine Serie von Lower Highs auch und da war auch wieder der Trend zu erkennen nach oben und da kann man dann auch sagen, okay, ist der Ausbruch hier genauso wieder wie hier. Ist jetzt auch ein Setup, was man sich anschauen könnte, auch wenn das wirklich sehr minimal jetzt ist in diesem Fall. Aber solange wir jetzt zum Beispiel diesen Support hier halten, ne, wenn wir jetzt wirklich nochmal hier runter pushen und ein bisschen den Support haltet, wäre das eventuell auch wieder ein Setup, um long zu gehen. Mal abgesehen von allen komplizierten Wellentheorien, einfach nur auf die Basics beschränken und versuchen, den Trend zu erkennen. So werdet ihr wirklich am besten. Tageschart. Gestern haben wir nochmal davon geredet, dass wir wirklich aufpassen müssen, weil wir gestern ja diesen Doji geformt haben. Die Bären waren da, also die Bullen und die Bären waren jetzt wirklich beide nicht auf die, hatten beide nicht die Überhand und wir haben gestern diesen Candlestick so geclosed, dass wirklich die Bullen nochmal ordentlich nach oben gepusht haben. Die Candle sah jetzt wirklich so aus, was ein extrem bullischer Candle ist. Ihr seht diesen Wick hier nach unten, sprich 0,382 wurde touchiert und danach dieser grüne Body nach oben, sprich die Bullen zeigen ihre Power. Wir sehen jetzt wieder einen Doji. Gestern um die Zeit haben wir auch einen Doji gesehen. Vielleicht sehen wir wieder Entscheidungen, wenn die Asiaten dann aufwachen, wenn die Asiaten in den Markt kommen, die Koreaner, vielleicht pumpen die nochmal. Und die Frage ist jetzt, ABC, ist das durch? Kann man seine C-Korrektur? Müssen wir uns anschauen. Auf alle Fälle, wenn ihr Trader seid oder wenn ihr Trader seid, schaut einfach auf die kurzfristigen Trends. Schaut auf Lower Highs, Higher Lows, Higher Highs und so weiter. Schaut auf Candlesticks. Schaut, wo die Supportpunkte seid und evaluiert so eure Strategien. Setzt eure Strategien, haltet die Strategien durch und so werdet ihr besser. Wie gesagt, momentan warten wir jetzt nochmal ab auf diese Candle. Ob eine C-Welle nach unten kommt. Ich weiß, es ist immer schwierig, am Daily Chart die Trends zu analysieren. Es tut mir auch sehr leid für alle Hodler, dass ich da selten richtig präzise, ja, Trends angeben will, weil ich ja auch einfach Angst habe, dass sich vielleicht die Leute daran halten oder so und dann irgendwie was falsch machen. Ich beziehe mich meistens auf kurzfristige Trends, das sind auch die Leute in meiner Gruppe, dass ich da relativ flink bin. Liegt einfach daran, dass man den Bitcoin einfach am besten analysieren kann mit kurzfristigem Momentum, sprich 15 Minuten Chart, 30 Minuten Chart, sieht man einfach, okay, wie ist das Momentum momentan und dann schaue ich einfach Dollar für Dollar. Also ich schaue dann, okay, wir können jetzt auf 9,6K gehen, 9,8K und so entwickelt sich das. Frage ist jetzt halt noch, ob wir die C-Welle sehen. Momentan würde ich an alle Hodl, an alle Trader, sorry, empfehlen, schaut euch diese Dreiecke an, schaut euch an, was jetzt die nächsten Stunden passiert mit diesen Higher Lows, ob wir diese Higher Lows halten sollen. Wenn wir diese Higher Lows halten sollen, ist das wieder sehr bullish und wir könnten nochmal einen Breakout schaffen. Wir könnten vielleicht nochmal sogar zu den 9,7K hochpushen. Generell gesagt, müssten wir laut Theorie noch eine Welle nach unten sehen. Anführungszeichen müssten. Letztes Mal haben wir auch eine Welle nach unten erwartet, die dann nicht so gekommen ist. Laut Theorie kann es das noch nicht gewesen sein. Laut Theorie müsste das ein klassisches Exempel für eine B-Welle sein und wir müssten nochmal eine Welle nach unten erwarten in den Bereich unter 9000. Und ja, ich würde sagen, das reicht erstmal für das Tagesupdate. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Wahrscheinlich erst wieder Sonntag, vielleicht Montag, ich weiß noch nicht, am Wochenende. Ich glaube, sind die meisten Leute auch anders beschäftigt und ich würde sagen, bis dahin, euer Technik-Ripper.